Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute von Bordaida Nova. Drei wunderbare Geschichten habe ich euch mitgebracht. Erstens, wir erleben, wie eine Show entsteht, Steampunk, hier an Bord zu sehen. Dann besuchen wir Captain Zufalka auf der Brücke, und zwar mit Dieter Wiebrecht, Captain Out. Ihr kennt ihn alle. Und zuletzt gehen wir ins Restaurant, ins Ocean's Restaurant, und treffen Ralf. Viel Spaß! Wenn eine neue Show entsteht, ist das ein sehr komplexer Prozess. Da muss die Musik entwickelt werden, Kostüme, Choreografie, alles muss auf einen Punkt zusammenkommen. Und am Ende muss es richtig, richtig toll sein für euch. So, und das erleben wir jetzt anhand von Steampunk Circus, einer wunderbaren Show hier auf Aida Nova. Und das ist wirklich eine der großartigsten, glaube ich, die wir je gemacht haben. Guck mal. Als wir die ersten Pläne von Aida Nova gesehen haben, wussten wir, dass es in diesem Theater was ganz Besonderes gibt, nämlich eine 360-Grad-Bühne. Relativ schnell war klar, wenn es eine 360-Grad-Bühne gibt, dann müssen wir eine Zirkusshow machen. Wir haben uns für Steampunk Circus entschieden, weil wir den Look aus der Steampunk-Zeit in einen Zirkus bringen wollten. Meine absolute Lieblingsszene in dieser Show ist der Moment des Flohzirkuses. Für diesen Flohzirkus haben wir eigens eine ukrainische Artistentruppe engagiert, die nichts anderes macht als Artistik auf Trampolinen. Sind mit denen in Hamburg zu Studio Hamburg gefahren, haben da einen Greenscreen-Dreh gemacht über 3 Tage und haben diese Artisten in diese Flohkostüme gesteckt und sie haben dann ihre fantastische Nummer auf unsere LED-Wand gebracht. Wir bieten Bilder, die die Fantasie anregen. Manche Gäste werden sich an bestimmten Kostümen vielleicht irgendwie aufhalten, werden ein paar Details gar nicht mitbekommen, andere entdecken das, sodass jeder für sich irgendwie abgeholt wird und in diese Geschichte hineingebracht wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier von dem Designer eine Figurine zu einer Jacke. Er hat eine ganz bestimmte Vorstellung, diese Frau hat für ihn den Charakter, Wünsche zu transportieren, deshalb möchte er, dass diese Zettel hier am Ärmel Wunschzettel sind. Dann gehen wir wirklich zu einem Grafiker, der für uns Wunschzettel macht. Die werden dann auf einen Stoff geprintet, ausgeschnitten, zusammengenäht. Und hier werden lauter kleine Zettel an diesen Ärmel gemacht. Wenn jemand ein Buch schreibt, derjenige, der es schreibt, weiß nie, was der andere sieht. Der schreibt grüne Wiese. Der andere sieht eine grüne Wiese, aber wahrscheinlich eine komplett andere. Es ist mir sogar selber passiert bei der ersten Probe, dass ich so viele Sachen nicht wahrgenommen habe, weil da einfach sehr viel passiert in der Show. Dass ich, mein Fokus ist normalerweise natürlich auf der Musik, weil ich daher komme, weil ich das mache. Also ganz am Anfang sieht das bei mir so aus. So, und davor habe ich natürlich eine Idee gehabt. Bei der Nummer zum Beispiel, das ist die Spiegelgartennummer, die ist sehr komplex geworden. Die besteht aus ganz, ganz vielen Teilen, weil der Protagonist diese Metamorphose durchmacht. Das ist eigentlich so mit die wichtigste Nummer in der ganzen Show. Das heißt, da gehen sämtliche Emotionen durch. Und das fängt an mit sehr verträumten Sachen. Da habe ich letztendlich so eine Art Spieluhr. In einem anderen Song ist es eine Orchesterlinie, die diese Melodie spielt. Die Leute sollen einfach für eine Stunde raus aus der Welt. Und bei einer Show hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten als bei einer CD oder bei einem Film. Das sind halt andere Möglichkeiten. Und sie sind echt, weil das, was man letztendlich da sieht, ist halt nicht auf einer Leinwand, sondern halt, man kann es fast anfassen. Also man wird ja förmlich hineingezogen. Kapitän Wiebrecht war neulich hier an Bord. Wir haben eine Talkshow produziert zum Thema Lebensgeschichte und da hatten wir ihn eingeladen. Und er hat die Gelegenheit natürlich genutzt, auf die Brücke zu gehen und Kapitän Zufalka zu besuchen. Und die beiden auf der Brücke und eine legendäre Durchsage, wie früher von Captain Out. Alles das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Bonjour, Mesdames et Messieurs, votre Capitaine vous parle. Einen schönen guten Morgen, liebe Gäste. Hier spricht der Kapitän. Herzlich willkommen in Marseille.
Ja, liebe Gäste, genug jetzt erstmal des Kapitänsgesangs, denn heute habe ich einen ganz speziellen Gast auf der Brücke, der Ihnen gerne auch noch ein paar Takte erzählen möchte, und ich reiche das Mikrofon jetzt einfach mal weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe schon sehr viele Schiffe in meinem Leben eingeparkt, aber so wie unser Kapitän hier und seine Brückencrew da die Macht haben, nötigt doch meine größte Hochachtung ab. Ja, meine Damen und Herren, manche mögen sich an meine Stimme erinnern, und ich hoffe, der Alte hat das Mikrofon leise gestellt, nicht, dass wieder einige aus der Koje fallen und dann gibt das dann wieder Ärger. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute an Land gehen, es wird ja sehr heiß. Vergessen Sie nicht, ordentlich Wasser zu bunkern. Und wenn Sie mit kleinen Kindern unterwegs sind, sollten Sie sich dann überlegen, nicht, dass die Lütten dann eher einen Hitzeschlag kriegen. Meine Damen und Herren, ich muss noch mal sagen, Sie haben hier die richtige Wahl getroffen. Ein schönes Schiff mit hervorragender Besatzung. Und ich wünsche Ihnen dann noch eine gute Weiterfahrt nach Barcelona und dann nach Palma de Mallorca. Ich muss leider heute schon wieder ab zum nächsten Treffen. Aber wie gesagt, alles Gute für Sie und nochmal herzlichen Dank an die Crew und den Kapitän. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebe Gäste, hier nochmal der Kapitän. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. An dieser Stelle sage ich schon mal danke, Dieter. Und Ihnen, liebe Gäste, einen schönen Aufenthalt in Marseille. Hier an Bord haben wir ein wunderbares Fischrestaurant des Oceans. Und was liegt da näher, als mit dem Chefkoch Ralf zu sprechen, der mit Nachnamen Fischer heißt? We could jump in the water. Wir haben ein ganz neues Konzept hier bei AIDA Nova, was wir auf anderen Schiffen nicht haben. Teilweise ja auf der Prima und Perle, aber hier in Nova haben wir ganz viele neue Restaurants, ganz viele neue Outlets. Ob wir jetzt das Ocean Restaurant haben, ob wir den Yacht Club haben, ob wir den Best Burger haben. Das ist echt ein wunderbares Highlight für die Gäste. We could jump in the water. Das ist unser Oceans Restaurant, ist ein reines Fischrestaurant. Das heißt, wir gehen nach draußen, kaufen frische Fische vor Ort ein. Das ist alles richtig frisch. Heute Morgen vom Markt, wahrscheinlich heute Nacht noch irgendwo auf dem Kutter unterwegs gewesen, und präsentieren uns dann direkt den Abend zum Gast hier im Ocean Restaurant. Die ganzen Fische sind zertifiziert. Dafür haben wir extra unsere Agenten draußen. Die sagen uns im Prinzip, wo wir vernünftigen frischen Fisch einkaufen. Und das können wir beruhigt mit an Bord bringen. Ob wir jetzt natürlich ein schönes Lachsfilet haben, einen schönen Kaisergranat, einen wunderbaren Hummer, zum Beispiel dieser Thunfisch hier. Ist eine Sushi-Qualität, Sushi Loins heißt es. Den kann man wirklich so roh essen. Es ist wirklich eine super Qualität und auch eine frische Qualität. Why don't you come round and cook with me? I think that I have found a friend. Die leckere Senfsoße mit dem Hamburger Pannenfisch. Auch natürlich immer gern gegessen hier vom Gast. Und auch hier ganz normale, ganz klassische Produktion. Auch alles, wie gesagt, kurz vorm Schicken wirklich, kurz vorm Abendservice, wird alles wirklich frisch zubereitet. Ob wir jetzt den Lachs hier haben, den wir draußen gekauft haben, oder ein schönes Kabeljaufilet, also frischer geht's wirklich nicht mehr. Ja, da haben wir einen Pistazien-Sponge, nennt sich dort, das ist Biskuitboden. Ja, das soll tatsächlich Algen darstellen. Wir haben ja auch, hier diesen Biskuitboden, leicht zerbröselt, soll dann halt den Meeresboden darstellen. Wir haben später auch so Korallenchips noch, die haben wir auch noch gemacht. Sieht aus wie Koralle, und die Algen dazu, sieht schon aus wie der Meeresboden. Passt ja auch. Und als Abschluss fürs Menü ist das schon was Schönes. Jeder, der hier arbeitet, ganz egal, ob jetzt hier im Ocean oder im anderen Restaurant, die Leute haben eigentlich Freude daran. Und sie möchten eigentlich immer das bestmögliche Produkt dem Gast zu präsentieren. Und das Auge ist natürlich immer mit, und das sollte der Gast auch mitbekommen. So guys, I wish you a nice evening. Give me a big smile for the guests. Also hier gibt es die Sachen, was die Kinder essen wollen. Und das steht hier auch. Und hier kann man, je nachdem, was man will, trinken. Zum Beispiel Wasser. Und hier ist der Nachtisch. Und dann kriegt man das nacheinander. Und wenn man die Sache aufgegessen hat, dann kriegt man die. Aber das kommt als allererstes. Also ich wollte Schnitzel mit Nudeln, Wasser, kleine
Pfannkuchen mit, was steht hier? Apfelkompott. Wir haben so viele großartige Kollegen in den Restaurants und ich würde mich echt freuen, wenn ihr hier unten drunter posten würdet eure Bilder mit euren Lieblingskollegen aus unseren Restaurants. Mal sehen, was da kommt. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche, aber davor nochmal der Hinweis, wenn ihr mehr wissen wollt über uns, wenn ihr wissen wollt, wohin die Reise geht, was man mit uns alles erleben kann, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung. Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Helsinki in Finnland. Wir besuchen noch Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die weltallerschönsten Bilder und die großartigste Musik von unseren Schiffen. Und ich lege mich jetzt gemütlich 10 Minuten in die Sonne. Tschüss, bis zur nächsten Woche.